Ich möchte jetzt noch einen Blick in die Zukunft werfen. Wie kommen wir von Information zu Wissen? Wir haben gesehen, was Suchmaschinen können und wie sie es machen. Man kann Schlagworte eingeben, also etwa Kurt und Melan. Und die Suchmaschine findet Seiten, die beide Suchworte enthalten, ordnet diese Seiten nach Wichtigkeit an und gibt sie aus. Sie können aber aktuelle Suchmaschinen können keine Fragen beantworten, für die man Wissen braucht. Also etwa die Frage, war die Donau im Geburtsjahr von Kurt Melhorn zugefroren? Diese Frage kann keine existierende Suchmaschine beantworten. Sie können sie beantworten, wenn ich Ihnen etwa eine Stunde Zeit gebe. Was würden Sie machen? Sie würden nachschauen, das Geburtsjahr von Kurt Melhorn. Das würden Sie finden, entweder in meinem Lebenslauf würden Sie suchen, oder Sie würden suchen, den Lebenslauf würden Sie vielleicht auf meiner Webseite suchen, oder Sie würden in Wikipedia nachschauen. Also irgendwie würden Sie herausfinden, wann ich geboren wurde. Und dann in einem zweiten Schritt würden Sie herauszufinden versuchen, ob die Donau zugefroren war 1949. Ja, dann ist es mein Geburtsjahr. Das könnte es vielleicht in einem Dokument geben. Wenn es das nicht gibt, dann könnten Sie vielleicht unter Klima nachschauen, 1949 oder harte Winter. Ja, und da würden Sie es wahrscheinlich finden. Also die Frage ist, wie kann man algorithmisch solche Fragen beantworten, wo man Wissen braucht. Und was Herr Weikom dazu macht, ist, dass er aus Webquellen Wissen extrahiert, nämlich über Einzelpersonen, über Beziehungen zwischen Personen und Objekten und auch über zeitliche Fakten. Wie geht das? Man benutzt zunächst mal die Tatsache, dass Linguisten sehr viel Information angehäuft haben über wie Worte zueinander stehen, wie Kategorien zueinander stehen. Etwa, dass ein Mann ein Mensch ist, ein Mensch ein Säugetier ein Tier. Dafür gibt es große Nachschlagewerke, wie Worte zueinander in Beziehung stehen, wie die Kategorien zueinander zu bestehen stehen. Und eine davon ist etwa WordNet. Da kann man sowas nachschlagen. Dann sammelt man Fakten. Etwa, KM ist Informatiker. KM ist geboren in Ingolstadt. KM verheiratet mit Ena. KM geboren 1949. KM Direktor MPI Inf. Und so weiter. Das macht Herr Weikom so. Sie haben begonnen mit den Wikipedia-Infoboxen. Da stehen so Sachen drin. Ja, das sind diese Kästen, die rechts in Wikipedia stehen. Und da stehen so Sachen, wo jemand geboren ist, wo jemand studiert hat, mit wem er verheiratet ist, ob er ausgezeichnet wurde, was seine besonderen Leistungen sind und so weiter. Das Schöne an Wikipedia-Infoboxen ist zum einen, dass die Information sehr gut strukturiert ist und zum zweiten, dass sie fast 100% korrekt ist. Dann haben Sie in einem zweiten Schritt Ihre Datenbasis, Ihre Faktenbasis ausgebaut, indem Sie in Wikipedia die Texte gelesen haben, und zwar die einfachen Aussagesätze in solchen Texten. Also da kann auch im Text drin stehen, KM wurde in Ingolstadt geboren. Und diese einzelnen einfachen Aussagetests, die muss man analysieren, mit Sprachverarbeitung
mit Computerlinguistikmethoden drangehen und diese Informationen raussaugen. Da passieren aber Fehler. Ja? Das ist nicht hundertprozentig korrekt. Und deswegen ist ein großes Teilproblem dabei, über das ich aber leider nicht sprechen kann, ist, wie man seine Faktenbasis einigermaßen konsistent hält. Eine Faktenbasis, wo 0,5% der Fakten falsch sind, ist okay, damit kann man gut arbeiten. Aber eine Faktenbasis, wo 5% der Fakten falsch sind, ist praktisch nicht benutzbar. Also man hat dann so eine Faktenbasis und stellt die etwa dar. Ja, also hier wird sowas stehen wie Angela Merkel, die ist Politikerin, Karl Theodor zu Gutenberg ist Politikerin, die Position von Angela Merkel ist, dass sie Bundeskanzler ist, von Karl Theodor zu Gutenberg, dass er Verteidigungsminister ist, dass er Hartmann Wirtschaftsminister im Saarland ist und so weiter. Die Folie ist 2 Jahre alt und viele der Fakten stimmen nicht mehr, deswegen muss man solche Fakten auch mit Zahlen versehen. Aus diesen Fakten kann man dann einen Graphen bauen, der also sowas sagt wie Angela Merkel ist Kanzlerin. Ein Kanzler ist ein Politiker. Ein Politiker ist eine Person. Eine Person ist ein Objekt. Oder Angela Merkel ist auch Physikerin und ein Physiker ist ein Wissenschaftler und ein Wissenschaftler ist auch eine Person. Ja? Oder Albert Einstein ist Physiker und Philosoph. Physiker und Philosophen sind Wissenschaftler und so weiter. Angela Merkel ist geboren am 17.07.1954 und zwar in Hamburg. Max Planck ist geboren, er ist Vater von Erwin Planck, er ist geboren in Kiel. Kiel ist eine Stadt, Kiel liegt in Deutschland und so weiter. Kann man also eine riesige Datenbasis aufbauen, Faktenbasis und in so einem Graphen darstellen. Die Faktenbasis, die Herr Weikom erstellt hat, das nennt sich Jago-Nago, aber da gibt es auch andere, an anderen Orten ähnliche Projekte, zum Beispiel Datenbankpedia oder in Carnegie Mellon Read the Web und so weiter. Wie kann man nun komplexe Fragen beantworten? Also zum Beispiel, wer war deutscher Nationaltrainer, als Bastian Schweinsteiger geboren wurde? Man löst die Frage auf und findet zunächst das Geburtsjahr von Sebastian Schweinsteiger. Dann geht man zu den deutschen Nationaltrainern und da hat man die Fakten, wer in welchem Jahr deutscher Nationaltrainer war. Und dann findet man den deutschen Nationaltrainer in diesem Jahr. Beachten Sie, dieses Skript hier, wie man diese Frage beantwortet, das funktioniert auch zu wer war Bundeskanzler, als KM geboren wurde. Ja? Das ist eine ganz andere Frage, aber es ist der gleiche Typus von Frage. Und den gleichen Typus kann man mit dem gleichen Schema beantworten. Man findet erst das Geburtsjahr von KM und dann schaut man nach, wer Bundeskanzler war in dem Jahr. Oder die Frage, was haben Manfred Pinkal, Michael Dell und René Zellwenger gemeinsam? Also Manfred Pinkal ist ein Professor hier in Saarbrücken in der Computerlinguistik. Michael Dell ist der Gründer von Dell, dieser Computerfirma. René Zellwenger ist eine Schauspielerin. Also, man muss ein Objekt X finden, das mit Pinkal, Dell und Zellwenger in Relation steht. Also, und so Relationen sind geboren in, lebt in, arbeitet dort, hat dort studiert, ist verheiratet mit. Also wir suchen jetzt ein X und das muss in Beziehung stehen zu Pinkal. Und zwar von Pinkal zeigt der Pfeil geboren in, lebt, arbeitet, einer dieser Pfeile zeigt auf das X und das gleiche gilt für den Michael Dell und für die René Zellwenger.
Wie würde man das algorithmisch machen? Man würde sich einen von diesen Leuten nehmen, also sagen wir Manfred Pinkel. Man würde nachschauen, mit was der alles in Relation steht. Es gibt viele Relationen, da gibt es ein paar tausend Kandidaten, dann finden sie X. Und dann schaut man nach, ob dieses X auch in Relation steht zu Michael Dell und René Zellweger. Und man könnte hier etwa herausfinden, dass das die Universität von Texas ist. Denn dort hat René Zellweger und Michael Dell studiert und Pinkel war mein Gastprofessor. Oder Politiker, die auch Wissenschaftler sind, dann muss man also ein X finden, das, aus dem ein Pfeil rausgeht, der heißt, ist Politiker und ist Wissenschaftler. Wie kann man das machen? Man geht zur Kategorie der Politiker, findet alle Politiker und dann schaut man nach, welcher davon auch Wissenschaftler ist. Man würde etwa finden Angela Merkel, Benjamin Franklin. Und wenn man die Frage hat, man sucht nach Musikern, die auch Politiker sind, ja, die auch Politiker und Schauspieler sind, dann kann man es auf ganz ähnliche Weise machen. Das ist inzwischen sehr gut. Also ich habe Ihnen jetzt für ein paar Beispielfragen das gezeigt. Sowas ist implementiert und ich möchte auf ein System hinweisen, das System Watson, das gebaut wurde von IBM und das vor 2 Jahren oder 3 Jahren eine Quizshow in Amerika gewonnen hat. In dieser Quizshow gibt es 3 Spieler. Der Quizmaster stellt Fragen, Fragen von diesem Typ hier. Also was ist die Stadt, wo der größte Flughafen benannt ist nach einem Helden aus dem Zweiten Weltkrieg und der zweitgrößte Flughafen benannt ist nach einer Schlacht im Zweiten Weltkrieg? Oder zu was muss man, wenn man 273,15 dazu zählt, kriegt man eine Messung in Celsius? Was ist das? Der Quizmaster stellt die Fragen, die Spieler drücken einen Knopf, um zu zeigen, dass sie die Antwort wissen. Die drücken den typisch rasend schnell, also eine Zehntelsekunde. Richtige Antworten werden belohnt, falsche Antworten werden bestraft. Also man muss nicht nur etwas wissen, man muss auch wissen, was man nicht weiß. Und da gibt es Leute in Amerika, die schon Millionen gewonnen haben in diesem Spiel. Und gegen 2 der wirklich guten ist diese Maschine Watson angetreten und hat gewonnen. Ja? Watson kann nicht allgemeine Fragen beantworten. Die Fragen, die in Jeopardy gestellt werden, sind von verschiedenen Typen. Und da gibt es etwa 100 verschiedene Typen von Fragen. Für jede dieser 100 verschiedenen Typen von Fragen wurde mit der Hand ein Skript erstellt, wie man diese Frage beantwortet. Also etwa, wie ich vorher gesagt habe, auf so eine Frage, wer war X, als Y geboren wurde, würde man ein Skript erstellen, schlage nach, wann Y geboren wurde, dann suche nach, stell fest, wer X war in diesem Jahr. Ja, also man hat diese 100 Typen von Fragen, man erstellt mit der Hand Antwortskripten. Und dann benutzt man diese große Faktenbasis, um mit Hilfe dieser Antwortskripten auf diese Fragen loszugehen.